Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, in diesem Video zeige ich euch meine Neuzugänge im August 2016. Und ja, es sind einige Bücher geworden und deshalb schieße ich jetzt einfach gleich mal los. Ich fange mit den E-Books an. Ich werde die euch hier neben mir irgendwo einblenden, wie auch sonst immer in meinen anderen Videos, wo ich E-Books vorgestellt habe. Und ich fange gleich auch an mit dem ersten Buch. Das habe ich mir jetzt eigentlich erst im Ende des Monats zugelegt. Also ich werde jetzt nicht nach der Reihenfolge gehen, wie ich jeweils wann welches Buch geholt habe. Ich mache das hier nicht in einer chronologischen Reihenfolge. Auf jeden Fall, ja, mein Buch, was ich jetzt, von dem ich gerade rede, ist Die Insel der besonderen Kinder. Ja, genau. Und zwar habe ich einen Trailer gesehen und mich hat das richtig angefixt, dieses Buch unbedingt zu besitzen und zu lesen, weil mir der Trailer einfach richtig gut gefallen hat. Ich muss sagen, ich habe das Buch schon öfter gesehen. Und also bei Hugendubel oder bei Thalia oder Weltbild. Aber ich finde, das Cover sieht schon sehr gruselig aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Also mir, ich dachte eher, dass es ein bisschen so eine Horrorgeschichte ist oder irgendwie sowas. Oder ja, ich weiß nicht, irgendwie so in die Richtung. Und deshalb habe ich mir das irgendwie nie weiter angeschaut und dachte mir so, okay, nee, das Cover finde ich jetzt auch nicht so cool. Eben weil ich auch eben dachte, das ist ein bisschen so ein Gruselbuch. Und erst durch diesen Trailer bin ich überhaupt auf den Inhalt der Geschichte gestoßen, sozusagen. Und dann fand ich das Buch gut. Ich habe mir das jetzt, wie gesagt, als E-Book, ja, dann zugelegt, weil ich eben auch gedacht habe, ja, das Cover sieht nicht so schön aus. Also ich finde die Aufmachung nicht sehr schön. Und deshalb habe ich mir das jetzt als E-Book geholt und werde es jetzt nicht als Taschenbuch mehr anschaffen. Genau. Dann habe ich als nächstes Virus mir geholt. Und ja, Virus ist ein so Endzeitroman ist und da geht es um ein junges Mädchen oder ein junges Mädchen ist, glaube ich, nicht mehr, sie ist 17, sondern so ein Teenager, ein Protagonist. Die Protagonistin, ja, ist schon kurz am Erwachsenwerden und die kämpft sich ganz alleine durch und eigentlich ja, trifft sie auch fast keine Menschen mehr, denn all die Menschen sind aus unterschiedlichen Gründen verhungert oder durch eine Krankheit gestorben. Auf jeden Fall gibt es fast keine Menschen mehr. Und sie träumt eigentlich nichts anderes, als wieder irgendjemanden zu treffen, weil sie muss sich halt alleine durchschlagen. Und das schafft sie zwar ziemlich gut, aber ja, was die Menschheit wirklich niedergehauen hat letztendlich war, also das heißt ja auch das Buch Virus, war auch ein Virus. Es geht aber ehrlich gesagt gar nicht so viel um das Thema von dem Virus. Also es wird schon erklärt, wie die Symptomatiken sind und wie das dann ein Mensch nach dem anderen gefordert hat, die Krankheit. Und aber es geht jetzt nicht wirklich tiefgründig um dieses Thema, sondern es geht um dieses Mädchen, das halt gerne wirklich jemanden wieder an der Seite haben möchte, um halt sich nicht unbedingt alleine durchzuschlagen. Und man kriegt ja auch als Mensch irgendwie so ein bisschen irgendwann so ein Einsamkeitsgefühl, weil du einfach mit jemandem reden kannst. Und ja, sie trifft dann auch auf Menschen, aber diese Menschen sind nicht ohne, sagen wir es mal so. Sie sind gefährlich und ja, ob sie das alles überleben wird, ob sie da jemanden kennenlernt oder ob sie da sterben wird, das müsst ihr selber lesen. Genau, noch ein Krimi habe ich mir runtergeladen und zwar Verschwunden. Das werde ich euch auch hier irgendwo einblenden. Und dieses Buch oder dieses E-Book gab es kostenlos. Und gab es das wirklich kostenlos? Ja, ich glaube, das gab es kostenlos. Die anderen Teile sind aber nicht mehr kostenlos. Die muss man sich dann kaufen. Aber so teuer sind sie gar nicht. Und das ist so, ich glaube, ein nicht so bekannter Autor. Und, oder Autorin, das weiß ich jetzt gerade nicht. Genau, und da geht es eigentlich, es hört sich so nach 0815 Krimi an. Und zwar geht es da um einen Serienkiller oder Killerin, man weiß es ja nicht. Und ja, der tötet die Frauen auf bestialische Art und Weise. Und ja, da gibt es halt eine Kommissarin, ich glaube, es ist eine sie, wenn ich mich recht erinnere, oder entsinne. Ja, auf jeden Fall erinnere ich mich, dass
diese Person, also die Kommissarin, muss dann halt die Krimis oder eher gesagt die Fälle lösen und ja, kommt so mit dem Mörder immer näher und das kann natürlich auch für sie bedrohlich werden. Dann würde ich jetzt zu den Hardcovers gehen oder zu den Taschenbüchern. Genau. Also, das erste Buch, was ich euch in die Kamera halte, ist Evolution, die Stadt der Überlebenden. Und vielleicht mache ich das mal so rum. Genau, das ist. Oh, was gibt's? Ach so. Ich habe nicht gewusst, dass hier so ein. Ich habe vergessen, dass da so ein Lesezeichen ist und ich dachte gerade so, was ist das? Weil manchmal habe ich hier irgendwelche komischen Fliegedinger. Kennt ihr das, wenn es warm ist und man das Fenster öffnet und dann kommen immer irgendwelche komischen Stechmücken oder so ganz große, die sehen so wie Riesenstechmücken aus, aber ich glaube, die können nicht stechen. Die sind auch immer hier in meinem Zimmer irgendwo und ich dachte gerade, da fliegt gerade eins vorbei. Deshalb ist mir das Buch fast aus der Hand gefallen. Egal, zum Buch zurück. Also, die Stadt der Überlebenden, Evolution, habe ich schon gelesen. Ich werde euch jetzt dazu nicht viel sagen, wie ich das fand und so, weil sonst brauche ich ja keinen Lesemonat August machen. Da werdet ihr dann meine Meinung zu diesem Buch hören. Soweit kann ich euch jetzt nur kurz einmal zusammenfassen, dass es da um eine Gruppe Jugendlicher geht, die ja Austauschschüler sind und die von München nach in die USA fahren, nach Delaware, also eher gesagt nicht nach Delaware, die haben ein anderes Ziel, landen müssen, aber notlanden in Delaware. Und ja, diese Notlandung ist sehr merkwürdig. Natürlich haben die Leute da Todesangst, dass sie da sterben werden. Sie überleben das aber alles. Also alle überleben diesen Flugzeugabsturz. Und dann auf einmal ist die Welt nicht mehr so, wie sie kannten. Denn man hat das Gefühl, dass Denver eigentlich ein Flug, ein, ja, eine Stadt, und eine, ein Flughafen, dass das alles schon vor, keine Ahnung, wie vielen Jahren von den Menschen verlassen worden sind. Und das können sie gar nicht begreifen, weil sie sind ja in München gewesen und da hat es nur von Leuten gewimmelt, es ist halt eine Großstadt. Und dann sind sie jetzt voll irritiert, warum in Denver alles so aussieht, also es ist alles wie ein verlassener Ort, nur also alle Gebäude sind wie Ruinen und die Natur hat sich die ja die Plätze und die Gebäude wieder zurückgeholt und überwuchert alles und das ist halt alles sehr merkwürdig. Dann kommen da noch so andere Fakten, die Jugendlichen und die Erwachsenen total durcheinander bringt, weil das einfach Fakten sind, ja, die sie irgendwie nicht verstehen können. Ich will gar nicht so viel sagen, um was es sich da handelt. Aber da geht es auch noch um ein anderes Ding und ein anderes Thema. Und zwar geht es auch noch darum, dass sie dann irgendwann merken, dass die Tiere sehr angriffslustig sind und sie die ganze Zeit verfolgen und anschauen. Und die haben auch keine Angst vor denen, sondern ja, also man kann dort die Vögel auf die Hand nehmen und streicheln oder die Kaninchen kann man einfach so nehmen und dann, ja, also die, in dem Fall mussten sie die schlachten, weil sie kaum Essen hatten. Oder die Fische sind denen einfach auch nicht weggeschwommen, sondern könnte man sie einfach so mit der Hand rausangeln aus dem Wasser. Und das ist alles ein bisschen strange. Aber wie gesagt, die Tiere sind nicht nur lieb, also die sind auch angriffslustig. Und keiner weiß warum. Genau, also es sind so ein paar mysteriöse Sachen. Nur soweit werde ich euch verraten, das Buch kann ich euch wirklich empfehlen. Ich habe das in einem Tag durchgesuchtet, obwohl ich an dem Tag gar nicht mal so viel Lesezeit hatte. Oder in 1,5 Tagen. Ja, ich habe abends noch später abends den Tag davor angefangen und habe schon ein bisschen reingelesen, aber am nächsten Tag habe ich das dann durchgesuchtet und das ist echt gut, das Buch. Also das ist ja mein Monatshighlight. Ich werde euch dann, wie gesagt, in meinem Monatslese. Monat Video, so. Euch weiteres und genaueres dazu sagen. Dann habe ich mir Waterfire Sage, das erste Lied der Meere, habe ich mir ja, bestellt und bin sehr, sehr gespannt. Ich werde jetzt dann demnächst da mal ein bisschen reinlesen. Aber ich werde das nicht mehr in diesem Monat schaffen, auch wenn ich da reinlese. Aber ich muss noch Die Rote Königin beenden. Und das Buch ist ja echt ein Schinken. Das hat ja an die 500 Seiten oder so. Waterfire Saga hat nur um die 300. Ich
glaube, an die 400 Seiten, aber nicht mal ganz an die 400 Seiten. Es ist gar nicht so dick. Deshalb habe ich mir das jetzt für diesen Monat nicht auf die Leseliste getan, auch nicht im Nachhinein, obwohl mich das Buch hier wahnsinnig anspricht. Ich wollte es ja unbedingt haben. Das Buch hat 363 Seiten. Und ich kann es kaum erwarten, deshalb möchte ich jetzt auch ein bisschen dann gleich reinlesen, nachdem ich hier ein paar Videos abgedreht habe. Und ja, kann es kaum erwarten. Weil ich liebe ja alles, was mit mehreren Frauen zu tun hat und so. Mehreren Frauen und Drachen, das ist schon so ein leidenschaftliches Thema von mir. Aber ich finde, von mehreren Frauen gibt es eigentlich gar nicht so viele Bücher. Und auch wenn, dann gar nicht so wirklich Jugendbücher. Also ich kenne zwei mehreren Frauenbücher, aber die sind eher so für Kinder oder für junge Teenager. Ja, also ich habe nichts gegen jüngere Bücher. Also ich lese durchaus mal Kinderbücher oder so. Aber ich weiß nicht, finde ich eigentlich ein bisschen schade, weil ich kann mich eher mit den Protagonisten identifizieren, wenn sie auch ein bisschen eher so in meinem Alter sind und nicht. Also ich kann natürlich dann, wenn die Protagonisten jünger sind, das ein bisschen nachvollziehen und mir vorstellen, ja, wie hätte ich in dem Alter gedacht oder wie hätte ich in diesem Alter gehandelt oder wie war ich denn? War ich auch so? Habe ich die Welt auch so gesehen? Aber es ist halt so, man identifiziert sich damit nicht so richtig. Finde ich zumindest. Okay, das nächste Buch, was ich mir geholt habe, ist Book of Lies. Ja, das ist das neue Buch von Terry Terry. Das kam sogar, glaube ich, erst im August raus. So wie Evolution. Evolution kam auch im August raus. Und ja, meine Geslater-Reihe oder Slater-Reihe oder Geslater? Nee, ich glaube Slater-Reihe heißt sie. Mochte ich ja total gern. Also die ist gelöscht, zersplittert und bezwungen. Also der letzte Teil hat zwei unterschiedliche Titel, aber die gleiche Aufmachung. Auf jeden Fall hat mir die Reihe sehr gut gefallen. Oder das heißt sehr gut, sie hat mir schon gut gefallen. Die meisten haben sich um die 4 Sterne gehandelt. Also ich habe die Bewertung von mir. Und ja, deshalb bin ich bereit, ein neues Buch von ihr in Angriff zu nehmen. Und irgendwie sind diese Zwillinge, wussten gar nichts voneinander. Und dann treffen sie sich irgendwann auf einem Moment, und der ist aber relativ traurig. Und ja, sie treffen sich dann halt auf der Beerdigung ihrer Mutter. Und dann fragen sie sich halt, warum sie nichts voneinander wussten und warum die andere nicht bei ihren Eltern oder bei ihrer Familie leben durfte, sondern nur ihre Schwester durfte da leben. Und einer von den anderen Zwillingen, tja, durfte da nicht leben. Und irgendwie hat es aber auch einen Grund. Und da steht halt auch meiner Schwester. Meine Schwester muss mir vertrauen, sie muss mich lieben, um mir zu vertrauen, und ich muss liebenswert sein, ständig. Und dann steht düster, fesselnd, magisch. Ja, genau, also ich glaube, es hat irgendwas mit was Mysteriöses mit dieser anderen Zwillingsschwester zu tun, und irgendwie soll da so ein Fluch drauf liegen und keine Ahnung. Also es ist ein bisschen so Mystery. Es steht nicht so viel hinten auf dem Klappentext. Ich finde es genau richtig, da verrät man nicht zu viel, weil man muss dann halt selber lesen, was mit diesen Zwillingen alles auf sich hat. Und ich freue mich mega und kann es kaum erwarten. Ich finde das Cover vor allem so schön. Ja, ich überlege mir ja auch noch irgendwann Mind Game von ihr zu holen. Aber ich glaube, A, das Cover finde ich nicht so schön. B, ist es sehr dick. Und C, ich glaube, ich werde mir das als E-Book holen. Werd aber auch, hab jetzt Audible mir bestellt, kann ich nicht sagen, aber mir jetzt angeschafft sozusagen. Ich bin ja immer so drum rumgelaufen, mach ich's nicht. Und da höre ich mir jetzt halt auch die Rote Königin an und überlege halt auch, ob ich mir dann Mind Games dort anhöre. Genau. Das nächste Buch ist ein Buch, da hatte ich so ein bisschen, wie soll ich das jetzt sagen, Bedenken, wie bei der Roten Königin. Ich finde die Covers ja sehr schön, sowohl bei der Roten Königin als auch bei diesem Buch, was ich euch gleich zeigen werde. Dachte aber bei beiden Covers, aber vor allem bei dem Buch, was ich euch jetzt gleich zeigen werde, dass sich da das wirklich nur so um sowas wie Selection handelt, um so eine Liebesgeschichte, die halt so ein bisschen dieses Motto von Aschenputtel zu Königin sozusagen, also so ein bisschen in der Art. Und das mag ich eigentlich ja gar nicht so. Ich mag Liebesromane irgendwie nicht so wirklich. Und also zumindest die meisten, also John Green schreibt ja meistens auch über Liebesgeschichten, aber
Ich mag eher so tiefgründigere Sachen und ich finde Selection wirkt für mich nicht so tiefgründig. Weiß natürlich, dass aber ganz viele von euch Fans davon sind. Also diese Reihe hat ja wahnsinnig geboomt. Und ich hatte halt aber eben Angst, dass die Rote Königin und das Buch, was ich euch jetzt mal in die Kamera halte, dass die in diese Richtung gehen. Und zwar rede ich von Juwel, die Gabe. Und vor allem bei dem Buch dachte ich, oh nein, das sieht von den Covers so aus wie Selection. Ich werde es mir nicht kaufen, obwohl ich die Covers wirklich schön finde. Ich finde auch die Covers von Selection sehr schön. Wie gesagt, stehe aber eigentlich nicht so wirklich drauf. Und ein bisschen dachte ich es halt eben bei der Roten Königin auch, wurde jetzt aber ziemlich, ja, meine Meinung hat sich jetzt ziemlich geändert. Ich mag das Buch wahnsinnig gerne, die Rote Königin. Mir gefällt es auch, dass die Protagonistin so, so bewusst, also so nicht bewusst ist, so selbstsicher ist. Und das finde ich total toll. Und ich habe mir dann mehrere Rezensionen mal über das Juwel angehört oder eher gesagt, Juwel, die Gabe. Also angehört oder angesehen. Und viele meinten, man soll sich nicht von diesem Cover irren lassen. Also das Cover zeigt etwas anderes, als die Geschichte beinhaltet. Und ja, hinten steht ja auch dann, also ein kurzer Satz, hinter den glänzenden Fassaden des Juwels lauern Manipulation, Gewalt und Tod. Und dann dachte ich mir so, okay, du hast ja jetzt gemerkt, dass die Rote Königin auch anders ist. Vielleicht kaufst du das auch mal endlich. Und ja, jetzt habe ich mir das Juwel angeschafft und bin sehr, sehr gespannt auf dieses Buch. Ich kann es kaum erwarten, dieses Buch zu lesen, weil ich das jetzt dann doch, also ich gehe jetzt da auch mit einer hohen Erwartung an dieses Buch. Genau. So, dann kommt das letzte Buch und eigentlich habe ich dieses Buch indirekt gekauft. Also was heißt indirekt? Also ich wollte es nicht sofort haben. Hab es aber mit diesem Buch, wenn du vergisst, es verwechselt und zwar hat Melody of Books zwei Bücher vorgestellt, die eine ähnliche Thematik haben. Und ich habe das halt mit diesem Wenn du vergisst Buch verwechselt und habe dann zu Hause festgestellt, so, oh, also ich habe das aufgemacht, also es war eingeschweißt, das Buch, ich habe es aufgemacht und habe reingeguckt und habe gemerkt, oh nein, das ist nicht das Buch, was ich wollte oder was ich zuerst wollte. Ich habe mich auch schon gewundert, weil der Preis irgendwie anders war. Und zwar, wenn du vergisst, ist ja vom Oettinger 34 und kostet ja nur 9,99 €. Und das Buch hatte trotzdem dann seinen Preis bei 16,99 € und dachte mir so, hä, irgendwie hat sie aber was anderes dazu gesagt. Auf jeden Fall war ich da schon etwas verwundert. Finde das jetzt aber gar nicht so schlimm, dass ich mir das jetzt geholt habe. Ist sehr dünn. Ich glaube, das ist ein Buch, was ich wirklich sehr schnell durchhaben werde. Und zwar rede ich von dem Buch Zimt und Weg. Und ja, da geht es ja auch um ein Mädchen, was irgendwie nicht mehr, ja, was irgendwie sich nicht so ganz sicher ist, woher sie kommt. Oder eher gesagt, hat sie nicht damit gerechnet, dass ihr Leben ein Geheimnis hat, von dem sie eigentlich nichts wusste. Und zwar nämlich, dass sie eine Zwillingsschwester hat. Und sie ist halt ziemlich überfordert damit. Erstmal am Anfang, zumindest steht das hier so. Und sie kann sich das irgendwie erstmal alles gar nicht so erklären. Also, aber das Ding ist, es hat auch irgendwie, irgendwas ist mit der Zwillingsschwester oder mit ihrer Doppelgängerin, also eigentlich ist es eine Doppelgängerin, auf sich. Und sie weiß halt eben nicht, warum diese Person, die so ist wie sie, also aussieht und sich so verhält wie sie, so in ihr Leben greift. Und dann muss ich halt herausfinden, A, existiert diese Person und B, ist das ihre Zwillingsschwester? Und wenn ja, warum wusste sie nichts davon? Und ja, muss diesen Themen oder eher gesagt diesen Problemen und Geheimnissen und Fragen hinterhergehen, um dann sie zu lösen. Und das ist so jetzt grob meine Zusammenfassung von hinten von dem knappen Text. Ich finde da zum Beispiel schon wieder ein bisschen zu viel erzählt. Ich bin immer bei den knappen Texten nicht so begeistert, deshalb versuche ich sie nicht immer zu lesen hinten. Hab sie jetzt aber dann doch gelesen gehabt, als ich da feststellen musste, dass es nicht das Buch war, was ich ursprünglich wollte. Aber egal, auf jeden Fall soll das Buch ja auch nicht so schlecht sein, laut Melody of Books. Und ja.
werde das dann auch demnächst sehr bald verschlingen. Genau. Dann, zu guter Letzt, wie soll ich das jetzt erklären? Also, ich habe mir dieses Buch bestellt auf Amazon. Also ich mache keine Werbung für Amazon oder so, aber ich habe das halt da bestellt, weil ich das gebraucht haben wollte, das Buch. Und ja, dann kam es, ich nahm es in die Hand und fand es sehr schön und dachte mir, super, ich besitze dieses Buch. Und irgendwann habe ich mir dann so eine Frage gestellt, warum also es gibt ja, bevor die Geschichte anfängt, immer so Seiten, wo Infos zu dem Buch stehen, sowas wie die ISBN-Nummer oder wann es rauskam oder welcher Verlag und bla so weiter und so fort. Dann war da so ein irgendwas überklebt und ich dachte mir so, warum ist da etwas überklebt? Halt's in die Kamera, also nicht in die Kamera, sondern ans Fenster, also ans Licht sozusagen. Und lese das. Und dann denke ich mir so, oh, okay. Und dann gucke ich mir das Buch nochmal an und denke mir so, warte mal, das Buch gibt es noch gar nicht als Taschenbuch. Dieses Buch gibt es nur als Hardcover momentan. Hab dann natürlich erstmal bei Thalia, Humdubel oder whatever. Ich habe, ja, nicht auf Amazon, aber ich habe irgendwo anders. Ja, ich habe es bei Humdubel nachgeschaut und habe festgestellt, dieses Buch gibt das wirklich nicht als Taschenbuch, zumindest noch nicht auf Deutsch. Und das hat dann auch erklärt, was dahinter stand. Und zwar ist das ein also unkorrigiertes Leseexemplar. Und eigentlich steht darüber nicht verkäuflich. Ich glaube, die Person, die es mir verkauft hat, hat es ignoriert. Auf jeden Fall besitze ich jetzt ein Leseexemplar, ein unkorrigiertes, von der Geschichte Monday Club, das erste Opfer. Und ja, es ist ein Taschenbuch. So, einerseits finde ich das jetzt ziemlich cool, weil ich noch nie ein Rätsel-Exemplar hatte oder ein irgendein ja besonderes Exemplar, was halt eigentlich so nicht erhältlich ist. Andererseits hatte ich auch so ein bisschen die Angst, dass es nicht mit den anderen Hardcovers übereinstimmen wird, weil ich ja die anderen Bücher mir ja dann, also die Folgeteile von dieser Trilogie, ja dann als Hardcover kaufen werde. Die Größe ist zum Glück die richtige, aber es sieht dann halt, glaube ich, doch optisch nicht ganz gleich aus. Das finde ich ein bisschen schade. Hätte die Person ruhig sagen können, aber naja. Ja. Ich glaube, sie hat es nicht gesagt, weil es eigentlich nicht verkäuflich ist. Steht da auch drauf. Das hat sie halt dann ja auch natürlich auch überklebt, damit ich nicht das so schnell merke. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich mega auf die Geschichte. Ich habe viel Gutes über das Buch gehört. Natürlich gibt es auch Leute, die es nicht ganz so gut finden. Ich nehme mal an, die Person, die es verkauft hat, fand es jetzt auch nicht so toll. Und ja. Genau. Ich werde trotzdem dem Buch hier eine Chance geben, auch wenn das dann halt unkorrigiert ist und so weiter und so fort. Aber ja, ist halt so. Genau. Das war's. Ich glaube, es sind einige Bücher. Ja, das Video ist auch lang genug. Und ja, es sind halt, wie gesagt, doch einige Bücher geworden in diesem Monat, was ich ganz cool fand, weil ich einfach mal dachte, okay, gönn dir jetzt mal diesen Monat was. Und dann habe ich mir halt diese Bücher gegönnt. Genau. Ja, das war's. Ich würde mich jetzt schon verabschieden, denn mein Hals kratzt und ich glaube, das Video ist lang genug. Und hoffe, wir sehen uns in einem nächsten Video von mir. Bis zum nächsten Mal. Ciao!